Mein Name ist Thomas Löser. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder. Ich wohne in Dresden, Johannstadt und Altstadt. Das ist der Wahlkreis, den ich das letzte Mal für Bündnis 90 Die Grünen direkt gewinnen durfte. Ich bin von Beruf Lehrer, habe viele, viele Jahre im sächsischen Schuldienst an verschiedenen Schulen gearbeitet. Bin seit 15 Jahren im Stadtrat in Dresden, war lange Zeit auch Fraktionsvorsitzender und bin nun hier im Landtag für die Grüne Fraktion Sprecher für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Denkmalschutz. 1989 war ich 17 Jahre alt, war im Stadenwalzwerk in Riesa und habe dort unmittelbar mitbekommen, welche Umweltschäden es gibt. Und das hat mich sehr stark politisiert. Ich hatte Kontakt zu Umweltgruppen und bin dann später über Bürgerbewegungen in Dresden, da ging es um die Frage des Erhaltes des Welterbes in Dresden und den Kulturpalast, in die Politik gekommen. Ja, für mich ist ein Herzensthema ganz besonders das nachhaltige Bauen. Wir wissen, weltweit 40% der Ressourcen und auch der CO2-Emissionen gehen beim Bauen drauf. Auch in Sachsen ist das ein großes Thema. Wir müssen zu einer echten Bauwende hier kommen. Mir ist ein weiteres Herzensthema die Frage der Baukultur, da vor allen Dingen auch die Baukultur auf dem Land. Wir haben in Sachsen ja ganz interessante und schöne Bauweisen, die sich über viele Jahrhunderte auf dem Land entwickelt haben. Und dort geht es darum, die Baukultur auf dem Land weiterzuentwickeln. Dieses Jahr kommt es bei der Landtagswahl in Sachsen vor allem darauf an, dass wir ein breites Bündnis einer demokratischen Mehrheit erreichen. Wir müssen schauen, dass wir diesen Schwung aus den Demonstrationen der letzten Wochen aufnehmen, in einem breiten Bündnis mit Zivilgesellschaft dafür sorgen, dass dieser Freistaat demokratisch regierbar bleibt. Das bleibt unser Ziel. Grüne, 8,6%. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, positive Visionen nach vorn zu tragen, Frage Energiewende nicht immer nur zu bekämpfen, als gescheitert darzustellen, sondern zu zeigen, was können wir machen mit Solar, mit Photovoltaik, sodass wir die Energiewende in Sachsen erreichen können. Das gemeinsam mit der Bevölkerung hinzukriegen, das ist, glaube ich, ein wichtiges Ziel. Wir haben vor 35 Jahren hier im Osten die Demokratie erkämpft und wir müssen alles tun, dass sie nicht wieder unter die Räder gerät. Wir haben in Sachsen, aber auch weltweit enorme Herausforderungen. Die Fragen der Klimawandelanpassung, die Frage des nachhaltigen Bauens, des sozialen Wohnungsbaus, des Umbaus unserer Wälder, des Naturschutzes. All das möchte ich in der neuen Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen weiter bearbeiten und dafür bitte ich dich um deine Unterstützung.